Einen wunderschönen guten Tag allen zusammen hier auf diesem Kanal. Ich habe drei neue Objekte, Quatsch, Projekte, nicht Objekte, Projekte fertig. Das hier ist das erste, meine Tuchweste von Karin Morig, hier auch auf YouTube. Ich gehe mal näher mit euch ran. Ich habe also hier sind dann für die Arme, so habe ich dann also, man musste ja, man muss dort Armlöcher häkeln und daraus habe ich halt so ein Bündchen da dran gemacht, damit man halt die Hände wie eine Weste, ne, durchstecken kann. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und wie gesagt, Anleitungsvideo, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Anleitungsvideo, Karin Morig, Morig Tuchweste. Es gibt aber zwei verschiedene Anleitungen dort und dies ist eine Anleitung davon, von einer Tuchweste. Sie hat dann noch eine Tuchwestenanleitung drin. Dann switche ich mal mit euch ein wenig rum. Das hier, auch von Karin Morig, ist mein Visa, ach mein Gott, Möbius Kapuzenschal. Möbius Kapuzenschal, auch von Karin Morig aus dem YouTube-Kanal. Anleitung halt, ne? Da ist halt dann für die Kapuze so die Öffnung. Und wir haben das Ganze dann nochmal, aber im anderen Muster. Das hier ist ein Cabrio-Kapuzenschal, nennt sie den auf ihrem Kanal. Auch Karin Morig. Ja, das sind die drei Werke, die drei Projekte, die ich halt fertig habe. Ich habe die Schals ein bisschen, ja, weiter gemacht, breiter gearbeitet. Da bin ich. Damit ich halt, ja, ich wollte es für mich einfach ein bisschen, wie sagt man das, ein bisschen so als Loop haben. Ne? Sind ja beides Loop-Schals. Oder einfach nur Loop. Ich weiß nicht, nennt man die Dinger Schals. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich daraus Loop gemacht. Das Ding heißt einfach Loop-Schal oder Kapuzenschal. Anders kann ich es euch auch nicht erklären. Und ja, ich bin darauf echt stolz, weil hat nicht jeder. Schon gar nicht in den Farben. Die Wolle, genau. Die Tuchweste ist auch noch aus einem Romy Fischer Boppel 800 Laufmeter. Aus ihrer eigenen Wicklung. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Bobbel da, wie der heißt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Ding da bei ihr noch, was ich mir da bestellt hatte. Und die anderen, also die beiden Kapuzenschals habe ich von Hobbywolle angefertigt. Universe heißt die Wolle. Wenn ihr da mal dann gucken möchtet, dann wisst ihr da dann auch Bescheid. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagnachmittag und Abend. Ich häkle jetzt fleißig weiter an den nächsten Projekten. Bleibt mir bitte gesund. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Video oder bis zu dem nächsten Video. Okay, ciao, ciao.